Was sind historische Quellen? Geschichte wird gemacht. Videomodul 901. Segu Geschichte. Das hier ist eine Quelle. Die wird dir wohl eher im Erdkundeunterricht begegnen. In Geschichte sind Quellen etwas anderes. Was sind historische Quellen? Eine Urkunde aus dem späten Mittelalter mit Siegeln. Das stellen sich die meisten Menschen unter einer typischen historischen Quelle vor. Quellen sind Dinge von früher, also Gegenstände, Texte, Bilder oder Fotos aus der Vergangenheit. Quellen sind beispielsweise Urkunden, Familienfotos, Tagebücher, Zeitungen, Kleidung, Gemälde, Lieder, Scherben, Höhlenmalereien, Knochen, Briefe, Alltagsgegenstände, Ruinen, Reden, Filmdokumente oder Gesetze. Mit dem folgenden Beispiel soll verdeutlicht werden, was uns Dinge aus dem Alltag über die Vergangenheit berichten. Hier ein Alltagsgegenstand, den ihr alle gut kennt. Über Smartphones und Handys sind wir heute immer und überall erreichbar. Mobiltelefone haben sich erst in den 1990er Jahren langsam als Massenprodukt verbreitet. Fragt ihr eure Eltern, wie sie früher telefoniert haben, können sie sich bestimmt an die alten Wählscheibentelefone erinnern. Dieses Modell war in der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR, weit verbreitet. In Westdeutschland fand sich viele Jahre dieses Modell in vielen Haushalten. Telefone vor etwa 40 Jahren geben uns einen Hinweis darauf, dass Deutschland damals geteilt war und es zwei deutsche Staaten gab, die Bundesrepublik Deutschland, BRD, und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Der Zeitstrahl kann helfen, die Quelle Wählscheibentelefon historisch einzuordnen. Vor den Wählscheibentelefonen gab es noch einfachere Telefone. Vor etwa 120 Jahren existierten nur ganz wenige Telefone, so wie dieses schwedische Modell. Und vorher? Da gab es gar keine Telefone. Die Technik wurde erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Zudem begann erst in dieser Zeit die Verbreitung der Elektrizität. Ein Schulzeugnis aus dem Jahr 1923 gibt uns nicht nur Auskunft darüber, dass Martina eine sehr gute Schülerin war. Noten für Betragen, Fleiß, Gesang, Schönschreiben oder weibliche Handarbeiten weisen Unterschiede zu heutigen Zeugnissen auf. Dieser Personalausweis ist aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist auch an den Hakenkreuzen zu erkennen. Das rote J steht für Jude. Durch den Pass sollte die jüdische Bevölkerung diskriminiert und ausgegrenzt werden. Viele Quellen, vor allem schriftliche Quellen, werden in Archiven gesammelt, aufbewahrt und auch restauriert, also aufgearbeitet. Archive gibt es in jeder Stadt oder Gemeinde. Zudem gibt es große Archive der Bundesländer und das Bundesarchiv für ganz Deutschland. Unser Wissen über die Vergangenheit ist durch die Quellen begrenzt. Viele Fragen, die man an die Vergangenheit stellen könnte, bleiben unbeantwortet, weil es einfach keine Quellen gibt. Als Faustregel gilt für die meisten Fälle, je weiter die Vergangenheit zurückliegt, desto weniger Quellen haben wir. Wie entstehen Quellen? Die meisten Quellen sind Überreste aus der Vergangenheit, also Gegenstände oder Schriftstücke, die von den Menschen benutzt wurden, so wie wir heute E-Mails schreiben, Zeitung lesen und andere Gegenstände im Alltag nutzen. Diese Pickelhauben waren Gebrauchsgegenstände. Sie waren im 19. Jahrhundert die Helme von Soldaten. Es gibt aber auch Quellen, die von den Menschen in der Absicht geschaffen wurden, ein bestimmtes Bild der Vergangenheit zu transportieren. Diese Pickelhaube ist Teil eines Denkmals des ersten Reichskanzlers Bismarck. Das Anfang des 20. Jahrhunderts geschaffene Denkmal soll Bismarck in kämpferischer Pose zeigen. Heute wäre ein Denkmal eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin mit Militärhelm nur schwer vorstellbar. Geschichte wird gemacht. Es gibt unzählige Bücher über Geschichte. In vielen Buchhandlungen und Bibliotheken gibt es eine Abteilung für Geschichte. Bücher über Geschichte werden meistens von Historikern geschrieben. Leopold von Ranke, der Archäologe Heinrich Schliemann und Theodor Mommsen waren berühmte Historiker im 19. Jahrhundert. Historikerinnen und Historiker forschen und lehren meist an Universitäten. Sie besuchen Archive,
um Quellen aus der Vergangenheit zu erforschen. Geschichte ist, wie wir uns heute die Vergangenheit vorstellen und erklären. Historiker blicken zurück in die Vergangenheit. Was sie über die Vergangenheit herausfinden, ist aber nicht beliebig. Sie sind auf historische Quellen angewiesen und richten ihre Fragen an die Quellen. Mit Hilfe der Quellen können die Historiker die Vergangenheit rekonstruieren. So entstehen Bücher über die Geschichte. Was sind keine Quellen? Es ist oft gar nicht so leicht, Quellen aus der Vergangenheit und Geschichte zu unterscheiden. Bücher und andere Dinge, die uns heute über die Vergangenheit berichten, nennt man Darstellungen. Geschichtsbücher, die ihr im Unterricht benutzt, sind solche Darstellungen. Dazu muss man ergänzen, dass in allen Geschichtsbüchern auch Quellen abgedruckt sind. Diese Quellen sind aber bereits bearbeitet. Meist sind sie gekürzt und, falls erforderlich, ins Deutsche übersetzt. Sie werden so präsentiert wie hier in diesem Beispiel. Dabei geht verloren, dass die Originalquelle ganz anders aussieht, erst mühevoll abgeschrieben und erschlossen werden muss. Was ist mit Büchern oder Schulbüchern, wenn sie selbst in die Jahre gekommen sind? Dieses Geschichtsbuch ist über 70 Jahre alt. Damit haben Schüler im Nationalsozialismus Geschichte gelernt. Das Buch trägt den Titel Volk und Führer. Dieser Titel macht deutlich, dass Geschichtsunterricht im Dritten Reich die Funktion hatte, die Ideen der Nationalsozialisten zu verbreiten und Hitler zu verherrlichen. Auch dieses Buch blickt zurück in die Vergangenheit, aus der Sicht von 1941. Das Geschichtsbuch ist heute nicht als Informationsquelle über die Geschichte von Interesse, sondern dafür, wie im Nationalsozialismus Geschichte erklärt und vorgestellt wurde. Historiker von heute benutzen es daher als Quelle. Man könnte mit Hilfe dieses Schulbuches versuchen, herauszufinden, wie Schüler im Sinne der Nationalsozialisten beeinflusst wurden. Ältere Darstellungen können zu einer Quelle für den Zeitpunkt ihrer Entstehung werden. Zurück zur Frage, was sind keine Quellen? Geschichtsdarstellungen sind zum Beispiel Artikel aus der Wikipedia. Bei der Wikipedia muss beachtet werden, dass diese Darstellungen meist von verschiedenen Nutzern erstellt wurden und deshalb kritisch zu hinterfragen sind. Viele Computerspiele haben einen historischen Hintergrund. Mit Vergangenheit haben sie aber meist wenig zu tun. Auch Modelle oder Rekonstruktionszeichnungen sind nur Darstellungen. Dieses Modell der mittelalterlichen Stadt Old Sarum in Großbritannien zeigt, wie die Stadt ausgesehen haben könnte. Man weiß es aber nicht genau. Denn dort, wo sich diese Stadt einst befand, steht heute kein einziges Gebäude mehr. Auch wenn Spielfilme oder Fernsehdokumentationen die Vergangenheit noch so realistisch darstellen wollen, sie sind immer nur ein in der Gegenwart entstandenes Bild von der Vergangenheit, also eine Darstellung. Besonders Dokumentarfilme arbeiten oft auch mit Originalfilmaufnahmen, die zu den Quellen zählen. Aber dadurch, dass die Filmaufnahmen in einem bestimmten Zusammenhang gezeigt werden, entsteht eine Erzählung über die Vergangenheit. Immer öfter werden in Dokumentationen auch historische Szenen nachgespielt. Solche Szenen zeigen uns immer nur, wie wir uns heute vorstellen, wie die Vergangenheit gewesen sein könnte. Im 19. Jahrhundert wurden viele Ölgemälde mit Szenen aus der Vergangenheit gemalt. Von Kolumbus' Entdeckung Amerikas gibt es keinerlei bildliche Überlieferung. Das Gemälde ist also reines Fantasieprodukt des Malers. Es soll den großen historischen Moment dramatisieren, was heute, 150 Jahre nach der Entstehung des Gemäldes, etwas ulkig aussieht. Das Bild kann uns also nur als Quelle für die Verherrlichung Kolumbus im 19. Jahrhundert dienen. Notiere kurze Definitionen zu folgenden Begriffen: Quellen, Geschichte, Darstellungen. Blättere durch dein Schulbuch und suche jeweils ein Beispiel für eine Textquelle, Bildquelle, gegenständliche Quelle und Darstellung. Beschreibe jedes Beispiel kurz. Erkläre, was die Beispiele über die Vergangenheit aussagen können.